So, jetzt sitzen wir hier drin, es ist sonnig in Hamburg, total komisch irgendwie. Und euch interessiert jetzt bestimmt, wie fährt er sich, ist er allradgetrieben, wie stark ist er. Ich habe jemanden neben mir sitzen, weil das ist ein Vorserienfahrzeug, ich darf also nicht allein fahren, Audi vertraut mir ja nicht. Interessant ist, schaut mal hier, geht er an. Und wenn ich jetzt nach hinten ziehe, habe ich einen D- und einen B-Modus. Interessant ist jetzt auch, bevor wir starten, schaut mal ganz nah dahin. Da haben wir 378 Kilometer Reichweite, steht jetzt hier. Ja, und jetzt würde ich sagen, fahren wir einfach mal los. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Ein kleines Surren hört man hier drin. Ist dem Fußgängerschutz geschuldet. Ich hoffe, ihr hört mich ganz gut hier, ne? Und vor uns haben wir jetzt hier ein e-tron, auch ganz interessant. Und jetzt schauen wir mal, wie Audi es eben hinbekommen hat, die Elektromobilität in die bezahlbare Sparte zu führen. Und natürlich krasses, wir müssen nach links, höre ich gerade. Jetzt mal schnell vor. Und wieder nach rechts. Krass ist, dass dieses Auto hier enorm leise ist und es fährt sich sehr leichtgängig auf der Vorderachse hier. Und ihr habt gerade eine Flasche gehört, man ist stolz bei Audi drauf, dass man hier rein eine Flasche bekommt. Und oben und unten abgeflachtes Lenkrad ist auch schon mal beeindruckend. Wenn ich jetzt hier die Tasten drücke, müssten das unterschiedliche Rekuperationsstufen sein. Ja genau, da drei Stück sind hier drin. Seht ihr, wenn ich jetzt hier vom Gas gehe, dann rollt er jetzt mehr, drücke ich sie stärker, dann bremst er mehr. Rekuperieren nennt das der Abiturient. Was ist rekuperieren? Also, der Elektromotor dient andersrum als Generator und lädt den Akku unten drin. Der könnte jetzt 55 Kilowattstunden groß sein, der könnte allerdings brutto auch 82 Kilowattstunden groß sein. Ja, und es fährt sich hier drin, wenn man so ein bisschen schneller fährt, ja, wie ein allradgetriebenes Auto. Ich bin ziemlich sicher, der ist allradgetrieben und ich kann noch nicht durchbeschleunigen, deshalb kann ich euch auch noch nicht sagen, ja, wie schnell der beschleunigt und wie viel PS er hat, weiß ich auch noch nicht. Was sehr interessant ist, ist jetzt dieses riesige Head-Up-Display da vorne, weil, also das wirkt unglaublich groß. Und jetzt haben wir auch so einen Pfeil da vorne drin, der mir jetzt wie bei der neuen S-Klasse zeigt, Jan, du musst hier abbiegen im Navi. Das ist mega geil. Wirklich, es ist nicht wie bei der S-Klasse so ein Fischgrätmuster, sondern einfach nur so ein relativ lebendiger Pfeil. Und was interessant ist, man kann natürlich, wenn man Audi kennt, spekulieren, dass das Auto jetzt ja einen vielleicht ein Sportfahrwerk hat, sowas in der Art. Was schön ist, wenn man in der Stadt unterwegs ist, deshalb haben wir uns die Strecke ausgesucht. Normalerweise bei einem Verbrenner, wenn er jetzt keinen Mild-Hybriden hat oder einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, dann würden wir jetzt hier an die Ampel rollen und der wird natürlich die ganze Energie einfach verschenken. Hier speichern wir sie wieder im Akku und das führt natürlich zu einer höheren Reichweite. Das wiederum führt eben dazu, dass Elektroautos, was viele überrascht, in der Stadt eine höhere Reichweite haben als eben über Land, weil wir mehr rekuperieren können. Und deshalb eignet sich so ein Auto wirklich sehr gut für die Stadt. Und jetzt zeige ich euch mal was gleich, was mir nie langweilig wird bei Elektromobilität, nämlich Alter! Ja, das ist eine relativ stufenlose Beschleunigung. Wir haben hier auch einen Drive Select Schalter da unten. Der ist ein Auto. Und jetzt schalten wir den mal in alter Car Crash Manier auf Dynamic. Und jetzt merken wir schon, die Lenkung verändert sich ein bisschen. Die Gasannahme wird ein bisschen direkter. Und jetzt schalten wir mal in den stärksten Rekuperationsmodus. Und was wird möglich? Na, fast so ein One-Pedal-Driving. Der XC40 von Volvo, der bremst stärker ab. Bei Volvo hat man so ein bisschen eine andere Strategie. Man hat gesagt, man will, dass sich die Leute in der Elektromobilität nicht zu sehr umgewöhnen müssen. Bei Audi hat man mehr Verstellmöglichkeiten. Finde ich viel besser, ehrlich gesagt, ne? Weil eigentlich ist ja an einem Elektroauto auch schön, dass wir ein bisschen rekuperieren können und ein bisschen was einstellen können. Die Lenkung ist sehr gelungen, wie ich finde. Was man auch merkt, wenn man hier schneller in Kurven fährt, ist, der Schwerpunkt vom Auto ist wirklich niedrig und dann hängt er am Gas, was wirklich schön ist. Und wenn ihr mal da vorne reinschaut, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, nee, könnt ihr nicht, dann haben wir da so eine rote Linie eben, wenn wir dann quasi so tun, als würden wir über die Linie fahren. Wir haben auch, wenn wir den Abstandsregeltempomaten einstellen, auch so eine Linie da vorne in diesem riesigen Head-Up-Display, die uns dann den Abstand anzeigt. Und jetzt schaut mal, auch hier in der Stadt, ja, haben wir jetzt eben
Abstandsregel Tempomat. Das ist wirklich gut und ich zeige euch das vielleicht auch mal schnell kurz da vorne. Das Head-Up-Display, das ist krass groß. Ähnlich wie bei der neuen S-Klasse, das gefällt mir ja schon richtig gut. Und wenn ihr jetzt Angst habt, dass ihr zu wenig Bums hier drin habt, dann ist das nicht so. Und schaut mal jetzt hier vorne, ich bremse relativ stark und dann sieht man Charge. So lädt sich jetzt also der Akku hier drin wieder auf. Was auch interessant ist, ich finde ja bei Tesla ganz nett, ne, dass wir hier vorne so ein riesiges Head-Up-Display haben, aber also so ein riesiges Infotainment. Aber was Audi, finde ich, besser macht, ist, das ist hier bei der Fahrt irgendwie alles besser bedienbar. Ich komme da schnell dran, ich kann da schnell durchschalten. Was interessant ist, ist, wir können beim Fahrzeug uns mal anschauen, vielleicht im Drive-Select-Schalter, was wir verstellen können hier. Antrieb, Fahrwerk, Lenkung. Auch das Fahrwerk können wir verstellen. Hier ist also ein adaptives Fahrwerk drin. Interessant, interessant. Und wenn er jetzt hier mal zurückschaltet, Laden und Effizienz haben wir hier auch zum Beispiel. Schaut euch das mal an. Laden, Ladevorgang. Range-Modus haben wir auch. Das hat zum Beispiel der neue Fiat 500e auch. Die nennt es Sherpa-Modus, finde ich vom Naming her ein bisschen lustiger. Wo wir halt eben wahrscheinlich ein bisschen Leistung wegnehmen können, um die Reichweite zu erhöhen. 373 Kilometer steht jetzt vorne. Eigentlich müsste ich das dann auch anpassen. Einen Effizienzassistenten haben wir auch. Der hilft dann beim Rekuperieren und die prädiktive Hinweise haben wir auch. Dafür müssten wir allerdings wahrscheinlich in den Efficiency-Modus schalten. Und spannend ist auch, schalte ich in Komfort, ändert sich wirklich was? Schalte ich in Auto, ändert sich wirklich was? Und was ich euch unbedingt natürlich zeigen muss, ist hier drin eine ganz spannende Sache, weil wir haben hier Licht und Sicht. Und je nachdem, wie ihr drauf seid, Außenbeleuchtung, könnt ihr natürlich hier schön die Lichtsignatur ändern. Heißt, seid ihr gerade ein bisschen aggressiver drauf, nehmt ihr vielleicht das, 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 das oder das Licht mit bestätigen. Da kann man dann so dem Vorfahrenden zeigen, Alter, ich bin gerade richtig gut drauf oder leg dich besser nicht mit mir an. Schönes Lenkrad eben unten abgeflacht, oben abgeflacht. Und was ich bei Audi mag, ist hier diese View-Taste, weil wir können das hier vorne je nach Gusto einfach ganz flexibel verstellen. Da mag man eigentlich meinen, da braucht man kein Head-Up-Display mehr, aber ich zeige euch mal was. Da oben haben wir jetzt diesen Pfeil hier drin. Das ist richtig interessant, weil der Pfeil mir natürlich als relativ orientierungslosen Menschen immer schön zeigt, wo ich hin muss. Und jetzt in der Stadt, guck mal, ja, der geht schon ganz gut nach vorne. Man muss natürlich aufpassen, dass man den Führerschein nicht verliert. Und ja, dann hat man natürlich hier eine Lenkradheizung. Das ist auch so touchempfindlich, man muss das nicht drücken. Was ich mag ist, hey Audi, mir ist warm. Die Klimaanlage ist nicht verfügbar. Ja, die Klimaanlage ist noch nicht verfügbar. Ich höre gerade Vorserie. Aber ich garantiere euch, sobald das Auto dann zu euch kommt, wird das funktionieren. Und wenn man jetzt über die Fahrdynamik spricht, dann glaube ich nicht, dass wir hier drin sehr viel weniger als 300 PS haben. Man merkt auch den Allrad. Und was beim Allrad interessant ist, ist, man hat ja verschiedene Systeme. Es gibt zwei permanent erregte Synchronmotoren, einer vorne, einer hinten. Was wir hier, denke ich, haben, ist nur ein hinten. Ich denke, dass die Vorderachse dann ähnlich wie wir das von einem Hänger- und Allradsystem mit einer Lamellenkupplung kennen, einfach dazu schaltet. Was heißt einfach? Das ist relativ komplex. Wir haben ja beim Taycan und beim e-tron GT hinten ja zwei Gänge quasi. Das wirkt hier nicht so, muss aber auch nicht sein. Was schön ist, wenn man jetzt einfach mal so über die Alltagstauglichkeit hier drin spricht, man sitzt hoch, man hat eine schöne Übersicht über die Straße. Wir haben auch Assistenten hier drin, lasst uns die doch eigentlich mal einfach mal anschauen. Das wäre ja vielleicht ganz interessant. Wenn man hier dann die Assistenten anklickt, ne, dann seht ihr die. Wir haben eine Tempowarnung hier drin. Ihr seht jetzt auch, ich will rechts irgendwie abbiegen. Ne. Dann sieht man einen toten Winkelwarner, einen adaptiven Fahrassistenten haben wir hier drin, einen Notfallassistenten, eine Pausenempfehlung. Und das Auto hat eigentlich auch ganz solide Ausmaße, um es in der Stadt sehr gut rangieren zu können. Und ich zeige euch jetzt mal was Interessantes. Ich liebe an Elektroautos den Wendekreis. Heißt, wir haben halt echt keine Probleme in der Stadt zu rangieren. Wer viel in der Stadt unterwegs ist, weiß, dass Kurbeln gerade bei so einem U-Turn manchmal echt unangenehm ist. Und ja, dann finde ich interessant, weil ich habe gehört, man kann relativ viel Reichweite in 5 Minuten nachtanken, so 100 Kilometer etwa.
wie schneller lädt. Dazu darf ich leider noch nicht so viel verraten. Wenn man sich die Wettbewerber anschaut, ja, dann ist das bis 125 kW. Und ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, dieses Auto gefällt mir sehr gut. Interessant ist, was ich ja beim e-tron finde, wenn ich den fahre, der wirkt schwer. Das macht er natürlich mit sehr viel Fahrwerkstechnik wett, so, ne? Und mit dem tiefen Schwerpunkt. Aber dieses Auto hier fährt sich, wie ich finde, deutlich leichter. Das muss ich hier einen U-Turn machen. Und da seht ihr vielleicht auch schon mal dann den Wendekreis. Guckt euch das an. Das könnt ihr halt mit anderen Autos relativ vergessen. Finde ich ganz gut. Bei den Assistenten waren wir stehen geblieben. Ne? Und da seht ihr das mal. Ich kann das jetzt easy, trotz Moderation, alles bei der Fahrt verbinden. Und ja, und jetzt wieder an die Ampel hinrollen, schaut mal, rekuperieren, stärker machen, ist schon ganz gut, oder? Head-Up-Display, mega. Also ich bin sehr angetan jetzt hier vom Fahren. Vielleicht, wenn wir uns das mal anschauen wollen, noch hier haben wir auch eine Parkkamera. Dann geht es nicht, weil wir ja natürlich irgendwie hier fahren. Jetzt biege ich mal, bin ich zu früh? Nee, nächste. Hier unten bekomme ich mein Handy rein, ich habe hier richtig viel Platz. Ich sitze auch schön getrennt von meinem Beifahrer, das seht ihr jetzt nicht. Ich habe hier einen doppelten Cupholder, hier bekomme ich was rein. Also dieses Platzempfinden in dem Auto ist wirklich großartig. Jetzt kann man natürlich sagen, das Auto ist nur was für die Stadt. Ich bin es noch nicht auf der Langstrecke gefahren, aber ich bin sicher, dass der da auch sehr gut funktionieren wird. Aber was wir jetzt natürlich mal machen, ist vielleicht einfach ein Fazit, weil sehr viel mehr darf ich leider zum Fahren nicht erzählen.